Bremen 1, die Chronik. 25. Dezember 1943. Heute vor 75 Jahren wurde die Schauspielerin Hanna Schigula geboren. Moni Gray. In ihrer Wahlheimat Paris nennt man sie La Schigula. Dort startet sie auch ihre zweite Karriere als Sängerin. Das war schon als kleines Mädchen ihr Traumberuf. Und jetzt spielt Radio Belgrad etwas ganz Besonderes für seine Hörer. Eine Rarität, das Lied eines jungen Wachtpostens, Lili Marlene. Du bist doch sozusagen eine Galionsfigur dieses Regimes. Was? Mein Gott, ich singe nur dein Lied, das ist alles. Lili Marlene ist der letzte Spielfilm, den Hanna Schigula mit Rainer Werner Fassbinder gedreht hat. Bis auf eine Ausnahme hat sie in allen seinen Filmen gespielt. Meistens die Hauptrolle wie in Katzelmacher, Effi Briest oder Die Ehe der Maria Braun, für die sie mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wird. Bist du's, Maria? Hochzeitskleider sind nicht sehr gefragt momentan. Zu viele Bräute, zu wenig Männer. Als Fassbinder die Schigula 1967 an der Schauspielschule in München trifft, war er wie vom Blitz getroffen, sagte er einmal, und ihm war glasklar, dass sie der Star seiner Filme werden würde. Im gemeinsamen Debüt »Liebe ist kälter als der Tod« besetzt er sie 1969 als sinnliche Gangsterbraut. Früher war ja alles Anti. Wir sind die Generation des Anti gewesen. Also wir konnten nicht auf dem aufbauen, was war, sondern wir mussten sozusagen alles umdrehen, umgraben, weil wir eben dieses gespaltene Verhältnis hatten zu unserem eigenen Land. Wir sind ja die Generation nach Hitler. Nach dem Tod Fassbinders 1982 arbeitet Hanna Schigula sporadisch, zum Beispiel mit internationalen Regisseuren wie Andrzej Wajda, Jean-Luc Godard und Carlos Saura. Kümmert sich aber mehr und mehr um ihre pflegebedürftigen Eltern. 2007 spielt sie in Fatih Akins deutsch-türkischem Drama Auf der anderen Seite eine Mutter, die ihre Tochter verliert. Sie selbst hat keine Kinder. Wo wussten Sie eigentlich, dass ich es bin? Sie sind der traurigste Mensch hier. Für ihre Arbeit als Schauspielerin bekam Hanna Schigula viele Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz und den Goldenen Ehrenbären. Seit 2014 lebt sie in einer WG in Berlin. Zuletzt spielte sie eine Nebenrolle in der Serie Ad Vitam und freut sich auf die nächste Herausforderung. Und das ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass ich irgendwie dem Leben gegenüber so eine Einstellung habe. Ich möchte, dass das Beste zum Schluss kommt. Geboren wurde Hanna Schigula als Tochter des Holzhändlers Josef Schigula und seiner Frau Antoni im oberschlesischen Königshütte bei Katowice am 25. Dezember 1943. Heute vor 75 Jahren. As time goes by. Bremen 1. Die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.